Respektlos ist es, nicht wahr? Ich sage gerade hier, nicht wahr? Also von den vielen Menschen, denen ich über die Jahre hinweg Geistheilung geschickt habe, wo die in Schwierigkeiten waren, sogar die Royalties, die Königsfamilie, ne? Ja, wo das, die Prinzessin da die Beinbruch hatte und es hieß, ja, jetzt werde sie 7-Jährige für immer im Rollstuhl gefesselt, weil wir können doch keinen Gips drauf geben, sagen die Ärzte, ne? Weil das Kind verwächst ja ständig nach. Na und? Dann gebe ich jeden dritten Tag einen neuen Gips drauf, oder? Wie dumm kann man nur sein als Ärzte? Und der König hat schon berichtet, ja, das Zimmer wurde schon rollstuhlgemäß eingerichtet, ne? Und das habe ich erst 2 Wochen später erfahren, weil die Nachrichten bekommen wir in Deutschland ein bisschen später als die woanders, ne? Und dann habe ich 2 Sitzungen gemacht an ihr. Ich habe es ja angekündigt, den König, ne? Dass ich das machen würde. Und ja. Das ist beim zweiten Mal, das war um 22 Uhr 22, da hat die Tochter sich gewundert, was hier los ist, hat sich das ihm gemeldet und der hat sofort an mich gedacht, sehr intensiv. Dann habe ich unterbrochen, habe gesagt, okay, irgendwas passt ihm nicht. Gut, fein, das reicht. Vielleicht reicht es ja auch. Und dann am Geburtstag, seinem Geburtstag, auch einige Wochen später, ist sie herumgelaufen, nicht im Rollstuhl herumgefahren. Habe ich jemals ein Dankeschön von dem bekommen? Vielleicht eine E-Mail oder ein Brief oder eine Karte? Nein. Das einzige Dankeschön, was ich jemals von den irgendwelchen Promis bekommen habe, war von den Schumachers. Nur leider hat sich Schumacher niemals öffentlich geäußert. Nicht wahr? Hallo, hier bin ich und so sieht ja die Situation aus. Ich gebe ihm gerne auch die Erlaubnis. Ja? Er kann ruhig sagen, dass ich es war. Okay? Ich habe die Sachen gewusst, wo sie gesagt haben, oh, jemand hat im Krankenhaus eingebrochen und die Daten gestohlen. Stimmt doch gar nicht. Nicht wahr? Das sind halt einfache Sachen, die ich gespürt habe und die aufgeschrieben habe, denen gesendet habe. Per E-Mail und so kam es dabei raus. So, deswegen habe ich die Kuh mal ein bisschen zusammengeschissen. Was ist denn dein Problem überhaupt? Ich bin derjenige, der sich den Arsch für den Schuhmacher aufreißt, nicht du. Und dann kommst du mit so einer Scheiße hier. Weißt du? Blödsinn. Okay, das war's. So, was ich sagen wollte, ich werde jetzt keine weiteren Sitzungen machen, weil durch die Sitzung hat sich das verschlimmert. Ich musste dann hier nach dem Schreiben, nachdem ich geschrieben habe, was 20 Minuten lang gesendet habe, auch während des Schreibens bin ich in Kontakt. Die Heilsitzung läuft ja weiter zu diesem Patienten in Italien. Und jetzt, wenn ich auch mit ihm über ihn rede, fließt ja die Energie weiter zu ihm. Ne? Auch wenn ich glaube, dass es nicht tut. Aber ich hatte schon Menschen in der Vergangenheit, die genau das Gleiche ich erlebt habe. Ich habe denen gesagt, okay, geschrieben, von bis habe ich gesendet. Ne? Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Und die schreiben mir zurück, ja, aber wenn du geschrieben hast, habe ich weiterhin die Energie wieder stark gespürt. Also diese Rückmeldungen bauen mich auf, weil dann weiß ich, wie die Geistheilung funktioniert. Aber wenn ich keine Rückmeldung bekomme, ja dann, wie soll man davon lernen, nicht wahr? Deswegen habe ich auch kostenlos immer angeboten, damit ich weiter lernen kann. Und die Casey, ich finde, dass es das gute Idee war, dass du es nicht wolltest, dass ich die Geistheilung schicke, weil ich bin auch zu dem Entschluss gekommen, dass ich könnte diese Morgellons gar nicht abtöten. Denn es ist ein Lebewesen, okay? Alles Lebende kann ich nicht töten, ich kann es nur heilen, okay? Also, wenn ich es heilen kann. Aber Bakterien und Tumore kann ich doch irgendwie vernichten, ja? Und Viren, Bakterien sind auch sowas wie Viren, oder nicht? Weiß ich nicht. Deswegen habe ich halt das versuchshalber gemacht, in der Hoffnung, dass diese Scheiße nicht kommen würde. Aber weil dieses Jucken gekommen ist und ich so vieles abschaben musste, es sieht nicht viel aus, weil es da ist. Aber ich habe haufenweise von dem Zeug runtergeholt und auch durchs Wasser abgewascht. Ne? Und da ist noch viel mehr da drunten. Ich spüre es, sobald ich hier berühre, dass es da wieder anfängt zu jucken. Das wartet schon regelrecht auf mich. Das müsste man chirurgisch entfernen. Also wenn man mir nicht helfen möchte. Also in Nürnberg wird es doch bestimmt einige Chirurgen geben, die das machen könnten. Diese Eier zum Beispiel herausmachen und auch gegen die Morgellons was tun. Ich weiß es nicht. Was immer da ist, rausschaben. Und wenn es sein muss, dann einmal die Woche rausschaben. Und dann lebe ich irgendwie, okay, weil es kommt langsam, mein Leben geht langsam sehr, sehr eng, wird es jetzt, ja? Also das ist heute schon der dritte Tag hintereinander, wo ich diese Scheiße machen muss. Vielleicht muss ich das später ja nochmal machen, ich hoffe nicht, nicht wahr? Also wenn das jetzt immer enger wird für mich, dann weiß ich nicht, wie lange ich das durchhalte. Und die Antibiotika gehen auch langsam zu Ende, das Histamin geht zu Ende, was noch? Ibus habe ich ja noch, ja. Also ich weiß nicht. Ich wünsche mir, dass wie heißt es, das Coronavirus mich angreift, wie auch immer. Ich werde es nicht bekämpfen, denn mit dem Leid, das ich jetzt habe, brauche ich
Vielleicht ist dieses Coronavirus, vielleicht ist es ja vorteilhaft. Vielleicht tötet es ja ab die Morgellons. Vielleicht tötet es ja ab die scheiß Eier, die da jucken. Eigentlich macht es die Morgellons, die das alles zum Jucken bringt. Das ganze Gewebe, nicht wahr? Die stecken ja im Gewebe und so. Und deswegen holt man alles raus, was es ist. Und wenn ich das jetzt dann untersuche, werde ich bestimmt Morgellons finden. Dies ist die Ursache. Also wenn die Coronavirus Morgellons nicht abtöten kann, dann sollen sie mich töten. Denn dann, das ist ja kein Selbstmord, wenn ich getötet werde, nicht wahr? Dann wünsche ich mir das, okay? Weil das ist die einzige Lösung. Tod ist manchmal auch eine gute Lösung, eine gute Heilung, nicht wahr? Anstatt zu leiden, ne? Okay, das war's. Und dann, ja. Ja, ich gehe jetzt mal jetzt zum Mikroskop und dann vergrößere ich mal diese Fleischstückchen, mal sehen, ob da wie viele Morgellons dabei sind, nicht wahr? Also, bis gleich.